22B. 64B. What the hell? Alert. Target is former Yorha Captain 8B. Currently wanted for desertion. Proposal. Disable and detain at once. You did this! Please! You have to stop fighting! Shut up! You don't know anything! Wirklich scheiß Windows 10 Update. Also wie spät ist denn das? Also wir haben noch ein bisschen Zeit, ein bisschen ab. Analysis. Unit AB specializes in close quarters combat. Proposal. Destroy enemy with long range attacks. Destroy? What happened to the team? Krass, macht der keinen Schaden. Uiuiuiui. Aber die macht gut Schaden. Und hallo! War die getroffen? Uiuiuiui! Boah! Uiuiui! Boah! Hab da was für dich! Boah. Ich hab außerdem gewechselt. Ah, wieder falsche Taste losgelassen. Das ist doch nicht wahr, ey. Warte ich halbe Stunde, bis ich die auflade. Dann nehme ich die falsche Waffe. Was ist los, Eule? Hallo. Uiuiui. Boah. Hallo. Bin ich. Wow. Boah, die wehrt sich ganz schön, ey. Oh, das war's gleich. Noch ein, zwei große Schläge. Oder so ein. Jawohl. Gegenstand erhalten. 10.000 Gold. Und 400 Erfahrung. Lass deine Waffen erhalten. Lanzentyp 40. Mission complete. We killed them. Our fellow units. Yep, passiert, my friend. Why the hell did they steal from the resistance in the first place? You think Anemone might know something to be? Let's find out. No. Würde mich dabei ehrlich gesagt auch interessieren.
Können wir die Waffe angucken? Ja, ja. Sperre waren das, ne? Lanzen Typ 40. 240, 250. L3, S2. Und was haben unsere kleinen Schwerter? Jura-Schwert. Besser Angriffstempo plus allerdings. Ich glaube. Weil der bestimmt, wenn man den aufrüstet, ziemlich gut ist. Müssen wir mal gucken, wie der sich dann verändert. So, wir brauchen noch 3 Tierfälle. Unten gibt es keine Tiere. Na, wenn dann hier. Ah, falscher Knopf. Geil. Bräuchten so ein paar Hirsche, glaube ich, oder? Wer ist immer noch so ein schwarzes Symbol? Wo will denn hier jemand mit uns reden? Komisch. Sind hier bloß Gegner oder auch ein paar Herrscher? Hier waren da immer welche, wenn man hier hinten den Gang lang geht. Warum sind die alle aggressiv jetzt? Das ist schon ein bisschen störend. Aber vielleicht ein bisschen überflüssig. Einen großen Angriff. So, wir brauchen Hirsche, wir brauchen 3 Tierfälle, dann können wir unsere Waffe verbessern. Pflanzensaat. Halt, können wir nicht so ein Lockmittel überall aussetzen? Hier fehlt uns noch ein Pott. Wir wissen ja jetzt, dass die einfach auf dem Boden liegen. Also irgendwo hier in diesem grauen Trümmerfeld liegt ein grauer Pott auf dem Boden. Das ist glaube ich eher Zufall, den zu finden. Es sei denn, wir kriegen vielleicht noch irgendwo eine genauere Info. So, wir machen kurz die hier fertig. Oh, Level 19. Ich dachte ja. Dauert 5 Sekunden, wechseln sie oder so? Nein. Dauert 7 Sekunden. So, jetzt werden wir hier mal so eine Falle auslegen. Na, wollte ich ja gar nicht nehmen, egal. Tierkiller. Weiß nicht, ob die jetzt kommen oder. Ja. Yeah. Oh, Geld. Ich hatte jetzt die Hoffnung, wenn man Tierköder auslegen, dass die jetzt auch ein bisschen weiter wegkommen. Aber oh, dem ist wohl nicht so. Aber wir haben von dem können wir bloß Keilerfleisch irgendwie. Damit wegrennst, schieße ich. Ansonsten gibt es einen Fernkampf, aber nicht wegrennen. Also, fair, wie man es nimmt. Aua, doch, ist schon ganz schön fair, so Damage wieder austeilen.
So, bitte, kommt hier, Fell. Teilerfleisch. Ah, das ist doch nicht wahr. Ach. Ah, scheiße. Na gut, wir gehen mal Richtung Hauptmission weiter. Egal jetzt. Was ist das? Ruinen Untergrundhöhle? Nein. Was ist das? Fotos und aktuelles. Wo müssen wir da lang? Rechts an der Höhle vorbei Richtung. So, ja, klar, hier ist halt das Widerstandsschwinden. Widerstandslager. Widerstandsschwinden, was ist das? Na, oh, ich mit Controller, ich weiß nicht, wer so gerne spielt. So, egal. Ja, komm, gib mir die um Keks. Keine Zeit mit dir zu spielen. Rat mir endlich mal in, was da für schwarzer Punkt ist und wo wir da mit wem reden können. Wir kommen ja gar nicht lang. Aber hier müssten wir gleich dazwischen durchkommen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Genau. Wir gehen gleich Pottverbesserungen kaufen vorher. Wenn wir schon in eine gefährliche Gegend gehen, wie Pascal sagt. Dann holen wir uns eine Pottverbesserung. Morgen habe ich mir überlegt, dass wir eine Angelfolge machen. Also ich weiß nicht, wann sie auf YouTube kommt, in welcher Reihenfolge. Vielleicht mache ich das zwischendurch einfach immer ein bisschen. So außerhalb der Reihe, wo ich nur ein bisschen angeln gehe, vielleicht ein bisschen looten. So dass es in die Folgen so nicht so komplett drin ist. Du warst... Welcher? Ach, Foto der Wüste bereicht. Ach, dieses Foto. Ich kann doch immer die intensive Hitze spüren. War es dort noch jemanden? Ja, also da ist zumindest noch jemand. Foto vom Vergnügungspark. Ah, das stimmt. Aus dem Vergnügungspark. Ich kann mich erinnern, es Spaß gehabt zu haben. Zusammen mit jemand anderem. Mit jemand anderem. Ja, mal vielleicht am letzten Foto raus. Hier wollen wir hin. Hallo. Kaufen, verbessern. So. Wir haben 78. Wenn eine schützende Barriere die Projektile abnimmt. Ein Pott wirbelt schnell um den Spieler und fügt getroffenen Feinden während Schaden zu. Der Hammer beschwört Energie, die dem Ziel einen vernichtenden Schlag versetzt. Man kann leider nicht sehen, wie stark die Angriffe sind. Die analysiert Feinde in einem fixen Radius, in dem Kämpfer eine Reihe tödlicher Hiebe verursachen können. Wir können mal den Hammer probieren. Wir dann nur ausrüsten. Können wir auf den Raketenpot setzen. Weil die Raketen sind ja nicht so sonderlich effektiv. So, wir kaufen die nächste. Dann die auch gleich. Die auch gleich. Und damit war es das schon wieder mit dem Geld. Jetzt können wir bloß noch die letzte für 30 kaufen. Ah, das brauchen wir auf jeden Fall. Sicherungschips können wir hier was herstellen. Physische, da haben wir schon 4. Also brauchen wir das nicht herstellen. Haben wir noch irgendwas doppelt? Grundrate. Erhöht Gegenstände Abwurfrate für Feinde um 20%. Da haben wir plus 1. Haben wir eine höhere? Nein. Können wir die auf jeden Fall auf 30%? Sehr schön. Autogegenstand, benutzt Heilgegenstände unter 30%, heilt 10%. Und wie viel wird das dann? Heilt 15% mehr. Kostet 1000, können wir jetzt auch noch herstellen.
So, Auto gegen. Aber wir haben 2 plus 1, das heißt, wir können ein. Ne, wir haben plus 1. Autogegenstand plus 1. Ein der 8 kostet, ein der 9 kostet. Das verstehe ich immer nicht. So, wenn wir die beiden zu einem plus 2 machen, benutzt Heilgegenstände bei LP unter 30%, halt 10% mehr. Das ist doch schlechter. Rang 1, 2. Der wird doch schlechter, warum sollen wir das machen? Okay. Gucken wir, was wir noch haben. Autogegenstände. Wir haben wir schon 4er. Projektil, VTT. Wir können mal gucken, ob der. Wenn wir hier noch einen 4er herstellen. Der besser wird. Achso, nee, der war ja. Das ist ja Projektil, das ist physisch. Ah, okay. So, jetzt können wir nichts mehr verbessern, außer Autogegenstand. Dann machen wir das hier auch. Okay, warte. Wir haben keinen anderen. Lassen wir das erstmal. So, Pot verbessern. Pot A. Ich habe immer noch keine Pilze, kein Wasser. Aber reines Wasser und Pilze, das könnte die Gegend sein, wo wir jetzt hinwollen. Naturkautschuk auch. Nur Power-Up Teil K haben wir überhaupt nicht. Reines Wasser, zerrissenes Buch, Pilz. Wieder Power-Up Teil K. Ja. Ah, genau. Jetzt müssen wir praktisch bloß noch uns ausrüsten. Fähigkeit Sportprogramme. OC Rakete. Dem können wir den Hammer geben. So, das sind gar nicht die Raketen, die wir austauschen. Das ist der. Ich bin doch doof. Raketenbehälter natürlich. So, Plug-in Chips. A einstellen, anpassen. So, was haben wir bei Angriff jetzt Schönes? Wir können erstmal gucken, was wir drin haben. Und dann haben wir drin Projektilschutz 4 plus automatische Heilung auf jeden Fall. Brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen erstmal physische. Die haben wir auf jeden Fall auch noch mit rein. Okay, wir haben eine plus 6er. Warum sortiert er das nicht? Wir haben eine plus 1. Machen das doch mal lieber so. Bei Angriff können wir ja sehen, was wir drin haben. Bei Angriff haben wir ja definitiv Verteidigung. Ah, wir können sehen, was drin. Genau, physische VDT. Ja, die lieber rein. Die 6er. Erhöhte Lebenspunkte. Offensivheit. Erneuert Zeugnis ausgeteilt. Schaden. Ja, den hätte ich auch gern. Automatische Heilung. 0,6. Können wir das eigentlich mischen? Wir haben jetzt die automatische Heilung drin. Und die. Gibt mir jetzt mehr. Ich weiß es nicht. Mal gleich mal sehen. Zurücksetzen. Können wir reintun, falls wir noch Platz haben. So, schnell. Reduziert Abklingzeit des Pots brauchen wir erstmal. Ne, erhöht Ausweichdistanz um 60%. Ist aber riesig. Geht man gar nicht mehr rein. Bewegungstempo 1. Erhöht die Gegenständeabwurfrate von Feinden. Verdiente er 2% mehr F. Autogegenstand. Benutzt Zeitgegenstände. Wenn man den einen der 8 braucht.
Zeigt mir schon halt 50% mehr. Hacken? Wenn aber ein. Jagdfeindsteuerung und Feinde, Feindsteuerung. Kommen wir nicht mehr rein. Was haben wir jetzt rausgenommen? Was haben wir rausgenommen? Wie hackt man eigentlich? Hackenchips Typ A einstellen, hacken. Will das schon? Na gut, da haben wir erstmal drin, Plugin-Chip. Warum sollte man Chips zerstören? Egal. So, jetzt gehen wir nochmal zu ihm hier. So, ja, Perle. Dann verbrauchen wir Perle. Und zwar, oh, okay. Den müssen wir auf jeden Fall upgraden. Jetzt ist er im Moment noch schwächer, aber abgegradet dürfte er dann richtig fett werden. Ja, hier fehlen uns noch 3 Tierfellen immer noch. Ja, und einige dehnte Spule. Na gut. Komm bald wieder. Jo, hau ab. So, machen wir uns mal auf den Weg, ja. Hä? Spiel damit ruckeln. Niemand will ruckeln. So, Kristall erhalten. Noch? Hallo? Bin ich ins Loch? Wollen wir da unten eine Aufgabe haben? Was ist das überhaupt für eine Aufgabe? Ruinen unter Kontrolle? Nein, das sehen wir das nicht. Wir können mal kurz hier vorbeigucken, was das ist. Wahrscheinlich stundenlanger Kampf gleich. Einfach nur, weil wir gerade was Sinnvolles machen wollen. Da haben wir jetzt den Hammer mit? Nehmen wir den anderen Pott. Wenn du über mich drüber springst, dann renne ich da halt einfach hinterher. Der Hand ist schon kaputt, oder was? Baumsaft. Hier müssen wir... Ah ja, hier ist das, was wir gerade gucken wollten. Oh ja, hallo! 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 Ich finde euch so cool! Ich finde euch so cool! Hallo, Kollege! Krieg ich einen Luftballon? Ich will einen Luftballon. Was willst du denn? Hallo, du bist ein Androide, oder? Darf ich dich etwas fragen? Glaubst du, die Welt ist erfüllt von Liebe? Nein. Ah, verstehe. Na gut. Ja, möglich wär's. Glaubst du nicht auch, dass wir... dass wir unserem persönlichen Glück im Alltag mehr Raum geben sollten? Ich würde jetzt ja Nein drücken, aber ich weiß, was passiert. Sollten wir vielleicht tun. Richtig, und in diesem Fall scheinst du die Person zu sein, die mir dabei hilft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nein? Okay, ja, vielleicht. Wirklich?
Glaubst du an den Traum, dass man die gesamte Welt durch die Macht der Liebe verbinden kann? Nein. Okay, ein bisschen. Verstehe, verstehe. Und kann ich vielleicht auch an dich glauben? Weißt du, es gibt eine Menge Maschinen, denen das Kämpfen zuwider ist. Und deshalb plane ich, diese zusammenzubringen. Für eine Parade. Eine Parade der Liebe und der universalen Freundschaft. Allerdings zeigt sich, dass es unter uns viele gibt, denen eine solche vorgetragene Friedensbekundung missfällt. Ja, mir auch. Auf diesem Grund hoffe ich, dass du unsere Paradeschützen begleitest, damit die wunderbare Kunde sich verbreiten kann. Ja, klar. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn du meinen Begleiter beschützen könntest, werden wir die Parade abhalten. Das würde mich so glücklich machen. Also dann, demonstrieren wir allen die Macht, was? Der Freundschaft. Geht es jetzt sofort los, oder? Hallo! Ihr seht so cool aus.